Kinder verfolgt sich eine ganz sensible Seele. Oh. Genau. Und das ist heute auch ein Thema, über das wir so sprechen will. Aber erst will ich mal meine persönliche Erfahrung sagen. Als ich mit Life Plus angefangen habe, da dachte ich, Freie Radikale ist eine Partei. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, was wir danach jetzt einfach ausprobieren. Ich habe meinem Bruder vertraut. Deswegen auch mal ein guter Tipp. Man sollte eigentlich die Kritik mal gelesen an seiner Vergangenheit üben und nicht an der Zukunft, die aus uns zukommt, weil die kennen wir ja gar nicht. Und so war eigentlich mein ganzes Leben. Ich habe unglaublich viel gelernt. Und die größte Herausforderung ist für mich, dass ich mir selber begegnet bin. Das war meine größte Herausforderung, wenn ich ununterbrochen mit mir selber zu tun habe. Und ich bin halt dort froh, jetzt sind meine zwei Töchter da und ein langjähriger Freund von mir, den kenne ich über 20 Jahre, das war früher mein Baustoffhändler. Und ich habe damals beim ersten Meeting bei einer dabei und habe immer gesagt, hey, Baustoffhandel und Vitalstoffhandel, das liegt doch gar nicht weit auseinander. Ich bin ein ziemlich erfahrener Mensch, bin durch alle Höhen und Tiefen des Lebens drücken. Mal war es gut, mal war es besser im richtigen Leben. Aber ich möchte mal eine konkrete Heilaussage machen. Ich hoffe, das darf ich mal, oder? Ausnahmsweise. Ich habe mein Leben lang einen kranken Geldbeutel gehabt. Und der ist jetzt gesund. Kritische Leute sind total wichtig. Und da habe ich gesagt, Leute, jetzt guck mal, hier sind Top-Führungskräfte, die verdienen im Monat das, was ein Normaler im Jahr verdient. Und die wollen euch zeigen, wie das geht. Warum hört ihr denn nicht zu? Warum wollt ihr dann nicht zuhören? Die stehen hier bereit, die erklären alles, die machen alles. Für mich ist das die größte Chance, die es momentan in der Menschheit gibt, für mich. Nämlich, dass du im Unterstützen von anderen Menschen wirklich erfolgreich werden kannst. Aber jetzt möchte ich eine ganz persönliche Geschichte erzählen, die berührt mich auch. Und zwar, meine Eltern, die waren beide dabei. Und meine Mutter, die hat zum Beispiel mit 76 nur Englisch gelernt, dass man mit Problemen kommunizieren kann. Der Clyde McKee und der Bill Evans, sie waren bei meiner Mutter zu Hause am Tisch gesessen und haben dort eine Kartoffelsuppe gegessen, eine böhmische Kartoffelsuppe. Ja. Und meine Mutter, die hat die Produkte geliebt und ihre Lebenseinstellung war super. Und ich habe ein sehr gutes Verhältnis gehabt zu meiner Mutter. Und als sie dann am Ende ihres Lebens ins Krankenhaus gekommen ist und der Arzt hat sie gefragt, wie sind Sie eingestellt? Und hat sie gesagt, positiv. Jeden Monat einen Scheck gehabt, der zwischen zwei und dreimal so hoch war wie seine normale Rente. Und wir sind ja vier Brüder. Und wir haben gesagt, wir sind keine Krankenpfleger. Wir wollen das nicht machen, wir wollen da nichts kaputt machen und so. Wir suchen jemanden. Und wir konnten über Jahre hinweg einen wirklich Luxus 24-Stunden-Pfleger für meinen Vater uns leisten, der ihn optimal versorgt hat und der ihm vielleicht sogar viel mehr Liebe geben konnte, als wir es konnten. Und einmal, da war jetzt 90, ist er zu Hause in die Treppe runtergeflogen, hatte sich den Kopf aufgeschlagen und dann hat der Pfleger sofort einen Notarzt gerufen. Ein Notarzt kam, Blaulicht und so, Blut, alles voll. Ich sage, holen Sie sofort alle Medikamente, die er nimmt, bis er hoch kann, hat die ganze Tüte voll einen Flussboden. Bis zu seinem Tod hat er eigentlich keine Produkte genommen. Wenn du zum Schluss noch was genommen, dass er nachts besser schlafen kann, aber er hat nichts, nein, nur auch nichts genommen. Ich denke, so sind wir Menschen aufgestellt. Und dann war es so, am Ende seines Lebens, da war es für uns eine Schwierigkeit, wir haben ja die Aktivform gehabt in Kreta, er war ein Sterbenweg, er musste sagen, okay, das ist ein Loyalitätskonflikt. Was machst du? Da unten waren 800 Leute und hier liegt dein Vater im Sterben, was machst du jetzt? Also wir haben beschlossen, mein Bruder hinter allen ein bisschen runtergeflogen und die anderen nur, ja. Ja, das ist wirklich, weil, genau, es war einfach die Entscheidung, wer ist verantwortlich für das Leben, für das Kommende. Ganz klar, man muss für das Kommende verantwortlich sich fühlen. Und, warte, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Genau.
Und dann waren wir da unten auf der Aktiva, es war super, 800 Leute, es war absolut geil. Wir haben unglaublich viel erlebt, viel Tränen, viel Freude, viel Tanz, viel Entwicklung. Und das sind ja genau die Dinge, die der Menschheit für die Zukunft braucht. Dann kam am Samstag der Anruf, jetzt ist es soweit. Also, oh Schreck, was machen wir jetzt für den Flug her? Wir konnten Gott sei Dank tauschen den Flug. Ja, jetzt bleiben schon Spucker weg. Genau. Und der Andi, mein Bruder, der war zu viert, der musste schon den Flug buchen, 2000 Euro innerhalb von ein paar Minuten. Ich stell dir vor, er hätte kein Geld gehabt. Er hätte nicht hinfliegen können, er ist heimgekommen. Wir waren zuerst da und wir waren irgendwie im Sterben gelegen und so. Und der Andi, der kam um 23:30 und dann hat er zu meinem Vater gesagt: Vater, du kannst jetzt gehen, Kinder. Halbe Stunde später ist mein Vater gestorben. Und wir, das war so unglaublich. Wir vier Brüder mit unseren Frauen und mein Vater verabschieden. Das war sensationell, weil das trägt uns praktisch in die nächsten Generationen. Das ist so unglaublich. Und jetzt frage ich mal, wo ist jetzt das Produkt und wo ist das Geld? Danke.